eine Summary zu erstellen, die wir an den Offline-PC in dem Mikrosondenlabor wählen diesen Icon aus. Das ist das gleiche Programm wie auch an der Mikrosonde. Dann gehen wir auf EPM Data hier unten, wählen den Benutzer aus, den wir haben möchten, in diesem Fall Heidi. Dann den Unterordner Heidi ALZN, den weiteren Unterordner, den dritten Quantordner. Dann wählen wir einen x-beliebigen weiteren Icon hier aus, gehen dann auf Summary. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier ist es extrem wichtig, dass wir immer auf Spreadsheet sind. Hier oben können wir verschiedene Optionen auswählen, zum Beispiel Massenprozent. Dann gehen wir wieder auf Typeout. Es öffnet sich ein neues Fenster mit einer Textdatei hier oben. Um weitere Optionen hinzuzufügen, können wir einfach hier oben auf dem Menü noch auf das Dropdown nochmal gehen, Atom auswählen zum Beispiel, dann nochmal auf Typeout, die Datei verlängert sich hier automatisch, Mol-Prozent zum Beispiel, wichtig wäre zum Beispiel auch die Net-Intensity, Background Minus, Background Plus oder der Strahlstrom und das Detection Limit. Wenn wir alle diese Sachen hinzugefügt haben, können wir die Textdatei unter File, Save As speichern. Wichtig ist hier dabei, dass wir nicht in den EPM Data Ordner M gehen, sondern unter Quick Access ist EPM Data Results PC EPMA Off abgespeichert. Hier suchen wir unseren Unterordner oder erstellen einen neuen, gehen in die weiteren Unterordner, wählen einen neuen Ordner aus oder erstellen einen, können hier unten einen Namen erstellen und die Datei wird immer als Textdatei abgespeichert und man kann sie später in Excel zum Beispiel einladen. Und wie man das Summary-File dann in Excel reinbekommt und dort öffnen und bearbeiten, wollen wir uns jetzt anschauen. Hier ist das Summary-File. Zunächst sollte man das mal vernünftig benennen. Zum Beispiel nach der Probe hat es einen Probennamen. Vielleicht hat die Probe noch irgendeine Nummer, dann nehmen wir die Probennummer mit dazu. Dann vielleicht, um welche Minerale es sich handelt, die wir angeschaut haben. Ob es Punktanalysen sind oder Maps oder sonst oder Line-Analysen. Und vielleicht noch die Messpunktnummern oder sowas. Dann hätten wir ein sinnvolles File. Sobald wir das jetzt öffnen, öffnet sich ein Texteditor. Das ist eine Textdatei und dort stehen alle Daten drin. Da können wir reichlich wenig mit anfangen. Deshalb wollen wir es in Excel öffnen. Und wenn wir jetzt einfach hier das mit Excel öffnen wollen, dann gibt es oftmals Probleme, dass vielleicht alle Daten nur in einer Zelle dargestellt sind und nicht alle Daten in einzelnen Zellen und so weiter. Hängt von der Excel-Version ab und so. Verschiedene Faktoren. Deshalb machen wir es gleich richtig. Das heißt, wir gehen in Excel, gehen auf Datei öffnen. Ja. Also ich bin jetzt auf Datei und dann Datei öffnen gegangen mit einem Shortcut. Klick auf die Datei und klick dann auf Open. Und dann öffnet sich dieser kleine Editor hier. Und in den können jetzt verschiedene Angaben gemacht werden, wie dieses Textfeld eingelesen werden soll. Meistens erkennt das Excel schon selbst sehr gut. Man kann direkt auf Finish. Ansonsten kann man hier mal lesen, was da so steht. Dass zum Beispiel die einzelnen Characters oder sowas, die durch Kommas oder Tabs voneinander getrennt sind, jeweils in ein eigenes Feld bzw. eine eigene Zelle geschrieben werden sollen. Das ist genau der Fall. In dieser Textdatei hier sind nämlich die einzelnen Daten hier durch Tabs voneinander getrennt. Ja, diese Leerbereiche zwischendrin, das ist immer ein Tab. Also durch Tab getrennt, deshalb wollen wir das. Wie gesagt, hat Excel schon selbst erkannt, beziehungsweise hier steht es nochmal, durch Tab getrennt, oder es können vielleicht auch durch Komma oder Semikolon getrennt sein. Das heißt, es ist auch möglich, dass hier einfach nur immer Kommas nach jedem stehen. Ist jetzt in dem Fall nicht auch richtig erkannt. Können wir auf Next, dann können wir noch ein bisschen spezielle Sachen angeben, wie die einzelnen
Spalten hier, was für ein Format die haben sollen, ob die Text, ob das hier Text sein soll, das kann ich dann hier angeben, das soll Text sein oder was Allgemeines. Dann die Spalte soll auch, keine Ahnung, Text oder sonst irgendwas sein, kann es ja auch noch erweitert machen. Aber wie gesagt, normalerweise erkennt es Excel ganz gut. Und wir kriegen hier dann eine Tabelle, die so aussieht, wie wir das ungefähr wollen. Das sind also unsere Daten dargestellt, vernünftig, wie gesagt, in diesem Format. Jetzt wollen wir hier, jetzt gibt es einmal zuerst hier die Weight%, hier oben steht immer, was es ist. Das kommt darauf an, was wir exportiert haben. Dann stehen hier auch noch die Kationen, hier noch irgendwas anderes. Das wollen wir jetzt mal alles nicht haben. Wir wollen jetzt mal nur die Gewichtsprozent haben. Und dafür löschen wir dann alles andere einmal raus. So, löschen wir all diese Zeilen hier und dann bleiben noch die übrig. Jetzt stellt man Daten in einem gewissen Format dar. Und zwar, also es gibt zwei Anwendungen. In der Datenbankversion wäre das jetzt eigentlich schon genau richtig. Dann hätte man hier oben die Kategorien und hier hätte man die einzelnen Datensätze. Perfekt. Damit können wir, wenn wir es als Datenbank oder als Datensatz weiterverarbeiten wollen, sind wir eigentlich schon fertig. Vielleicht würden wir den Comment, hier sollte natürlich was drinstehen, tut es jetzt in dem Datensatz nicht, den würden wir vielleicht noch nach vorne stellen, damit wir das vernünftig diesen Datensatz zusammen haben. Angenommen, wir wollen das jetzt aber als Tabelle für beispielsweise eine Abschlussarbeit oder sowas haben. Da macht man es meistens so, dass die einzelnen Elemente hier vorne stehen. Das heißt, wir müssen diese gesamte Tabelle transponieren. Das geht wie folgt. Wir markieren die, kopieren die, klicken dann hier unten hin und bei Paste gehen wir auf Paste Special und kriegen dann, das kann sein, das funktioniert noch nicht, weil es noch kein Excel-Format ist. Also vermutlich müssen wir das Ganze erst als Excel-Format speichern, damit wir dann diese Excel-Operation auch machen können. Also ich speichere das mal kurz. Und dann suche ich diesmal Excel Workbook aus. Und dann gehe ich nochmal auf. Jetzt muss ich wahrscheinlich das Excel neu markieren. Und dann hier rein. Paste. Jetzt habe ich auch die gesamte Liste und dann auf Transpose. Und dann transponiert Excel dieses gesamte hier. Und das obere brauche ich dann nicht mehr. Das lösche ich dann raus. Und dann habe ich jetzt hier meine Daten. Und jetzt gibt es auch eine gewisse Reihenfolge, in der man meistens diese Elemente darstellt. Und das, die erste Reihenfolge ist nach der Wertigkeit und dann nach der Häufigkeit. Jetzt Silizium ist vierwertig, okay. Titan ist vierwertig, okay. Dann kommen dreiwertige. Dreiwertige sind Aluminium und Chrom. Das heißt, ich kopiere die hier mal raus, gehe auf Copy und mache dann Insert Copy Cells. Dann habe ich die dreiwertigen hier. Die sollten natürlich gelöscht sein dann. Und anschließend nach den dreiwertigen kommen die zweiwertigen. Das sind sowas wie Eisen, Magnesium, Calcium, Mangan würde dann auch noch nach oben kommen. Vielleicht hier rein, Insert Cut Cells und meistens hat man noch Magnesium vor Eisen. Das sind nur so gewisse Konventionen, so ein bisschen nach der Reihenfolge im Periodensystem. Und dann als letztes hier unten die Einwertigen und dann haben wir hier eine Tabelle, wie wir sie schon sehr gut finden. Und natürlich müssen wir jetzt noch anfangen, die vernünftig zu formatieren. Und so weiter. Aber das ist jetzt erstmal die Tabelle, in der wir in der Form weiterarbeiten können.